So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke. Ich war heute mit Pupsi einkaufen und Pupsi hat gesagt, weil bald Halloween ist und weil Halloween-Event schon ist in Pokémon Go, probier doch mal diese super Kürbis und dreierlei Pilze-Pizza, ne, von Wagner. Und darum geht's heute. Hey, eigentlich total unspektakulär, einfach eine einzelne Pizza zu testen. Aber Wagner-Pizza ist ja immer sehr lecker, ne? Muss man dazu sagen. Es gibt ja Dr. Oetker und Original Wagner. Zu welcher Fraktion zählt ihr? Ich glaube, das ist wie Apple und Android. So ist das Wagner und Oetker, dass die sich so bekriegen. Das ist also eine super... Das macht die Backfrische so besonders. Luftig, große Geschmackserlebnis von dieser super tollen Olivenöl-Nativ-Extra-Pizza. Die Backfrische, Saisongenuss, Kürbis und dreierlei Pilze mit Frischkäse-Creme, luftig, großer Boden, Zugabe von 24 Stunden gereiften Sauerteig und Olivenöl-Nativ-Extra. Die wollen wir jetzt mal probieren. Machen die mal auf, Ofen läuft schon. Gucken die uns an, Kürbis-Pizza, diese... Die ist natürlich auf dem Weg von dort, wo wir waren, bis hierher. Die ist natürlich jetzt weich, also ihr könntet die auch jetzt einfach so nehmen und so zusammenfalten. Das ist eine Kürbispizza, wie sie im Buch steht. Guckt euch das an. Die werden wir jetzt machen, da braucht ihr ja gar nicht so... Gut, es war jetzt nicht so gut, dass ich die so zusammen gemacht habe, aber machen wir mal die Folie ab, gucken mal, was von der Pizza übrig ist. Oder was vielleicht noch irgendwas aussieht. Das ist aber lecker. Guckt mal, als hätte da einer einfach gekotzt. Und jetzt ist alles voll geschmiert und frampfig. Das ist die Original Wagner Kürbis und dreierlei Pilze Pizza. Ich glaube, die ist jetzt so, weil die gar nicht mehr gefroren ist, könntest du so, wie sie ist, jetzt einfach essen und reinbeißen. Dann wäre das bestimmt schon richtig lecker. Wir tun die aber mal in den Ofen rein tun und gucken dann mal, wie die wieder raus tut, ja. So, komm mal her, du dicker Fladen. Das sieht gut aus. Hopp, in den Ofen rein und die Ofenklappe zugemacht. Dann die Katze streicheln und dann gucken, wenn die Pizza fertig ist. Adi Schatz. Kürbis. So, sieht die gut aus oder sieht die gut aus? Was sagt ihr? Wir holen die jetzt erstmal hier raus mit unserem super Teller. Halten die mal ganz kurz hier ins Licht. Die dampft sogar. Seht ihr den Dampf? Wie der Dampf dampft. Unglaublich, dieses Dampferlebnis. Und jetzt müssen wir sie natürlich noch probieren. So, wir sind zum Tasting zurück. Wir nehmen natürlich nochmal den Karton, wollen das nämlich nochmal in die Kamera halten gleich. Die Pizza mit Kürbis und dreierlei Pilze. Das ist die Pizza mit dem Kürbis drauf. Das ist der Rest. Ne, so müssen wir das halten fürs Thumbnail irgendwie. Und ich habe mir auch gleich wieder Tabasco hergestellt, falls das jetzt, ja, mich nicht umhaut. Wagner Pizza hat auf jeden Fall immer einen super genialen Boden, auch wieder super dünn, wie man sieht. Die war total weich und schlapprig, jetzt hat sie eine bisschen feste Form angenommen, ist am Rand hier auch knusprig. Auf der anderen Seite irgendwo, habe ich aber gemerkt, war der Rand irgendwie total matschig, also Hälfte ran so, Hälfte ran so. Genau hier hinten, wenn ich hier reingreife, hier der Rand, das ist, als wäre das gerade einfach nur nass geworden, jetzt drauf geregnet und ist total durchgeweicht. Hier ist es trotzdem irgendwie ein bisschen stabiler unten. Das liegt aber natürlich, da kam die Pizza jetzt nichts dazu, die war halt total aufgetaut und egal, es geht jetzt um den Geschmack. Die Konsistenz habe ich jetzt kaputt gemacht. Wir beißen mal hier vorne in die Spitze, denn da ist auch gleich ein großes Kürbisstück drauf. Also ich merke gleich die Tomatensoße, ja. Der Pilzgeschmack ist auf jeden Fall sehr präsent. Wer gerne so Pilze auf der Pizza hat, so Champignon-Pizza, irgendwas, das kommt richtig gut durch. Ihr habt hier diese Creme Fraiche drunter wohl, was sich mit der Tomatensoße vermischt. Finde ich eine gute Kombination. Aber
Der Kürbis war, glaube ich, das, was mir gar nicht jetzt geschmeckt hat, weil das irgendwie so eine Mischung aus süß, aber gleichzeitig auch säuerlich ist und halt total weich und matschig. Deswegen Kürbis auf der Pizza jetzt vielleicht nicht so mein Fall. Da können wir mal gucken. Hier vorne in dem anderen Stück, da ist noch alles gelb. Das bringt irgendwie so eine Süße rein. Ich weiß nicht, du hast alles schön herzhaft und lecker. Und dann kommt dieser matschige, süße Brei aus den Kürbissen heraus. Wir haben jetzt hier eine Ecke, da ist gar kein Kürbis drauf. Mal gucken, wenn man das probiert. Da hast du auf jeden Fall nicht diesen störenden, süßlichen Geschmack. Das liegt also nicht an der Creme Fraiche oder am Boden oder irgendwas. Es liegt wirklich nur an den Kürbissen. Hier habe ich auch ein Stück, da ist ganz viel Kürbis drauf, wie man sieht. Könnt ihr mal probieren. Wenn wir jetzt bei dem Kürbis ein bisschen Tabasco drauf machen, ob das Süßliche dann ins Schärfliche geht und es dann besser ist. Ich glaube, mit Tabasco geht alles. Muss aber sagen, wäre jetzt keine Pizza, die ich unbedingt empfehlen würde oder auch unbedingt nochmal kaufen würde, dann lieber eine ganz normale Wagner Steinofen mit egal was drauf, auf jeden Fall kein Kürbis. Da bin ich kein Kürbis-Fan. Wenn ich was Süßes haben möchte auf der Pizza, dann kaufe ich mir eine Pizza mit Ananas drauf. Oder kaufe mir eine Salami-Pizza, mache selber Ananas drauf. Dann habe ich die gute Kombination zwischen dem Herzhaften und dem Süßlichen von Ananas. Denn die Ananas ist an sich ja auch fester. Hat eine ganz andere Konsistenz. Aber dieses matschige, weiche, kürbisartige, was da ist, taugt mir selber gar nicht. Geschmacklich, ja, wenn wir es ein bisschen scharf machen, da lenkt das von dem Süßen ab. Aber die Konsistenz darunter ist trotzdem immer noch das gleiche. Ziemlich gewöhnungsbedürftig. Wenn ihr die kennt, schreibt es mal rein, wenn ihr die auch schon probiert habt. Ansonsten, die haben wir, glaube ich, aus dem Rewe. Aus dem Rewe, glaube ich, Kürbis dreierlei Pilze. Also wenn ihr die kennt, schreibt's rein, wenn nicht, lernt sie kennen, teilt mir eure Meinung mit, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.